Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 29 – Das goldene Trio. Severus war immer noch ein wenig aufgewühlt und wünschte sich insgeheim, er könne die Zeit zurückdrehen und seine Worte gegenüber Harry ungeschehen machen. Er kehrte in sein Labor zurück und kam beim Anblick von Hermine völlig aus dem Konzept. Es wurde im Vorfeld nie geklärt, ob sie in seiner Abwesenheit sein Labor nutzen durfte, weil so ein Fall noch nie eingetroffen war. Sie hatten bisher immer zusammengearbeitet. Hermine hatte seine Anwesenheit nicht bemerkt. Ein großer Tisch war mit aufgeschlagenen Büchern übersät. Sie erweckte den Eindruck, als hätte sie die Zeit vergessen. Severus wusste, dass sie besessen von der Idee war, hinter Harrys Geheimnis zu kommen. Für einen Moment hielt Severus inne und beobachtete sie still. Als Hermine Augen auf sich fühlte, blickte sie auf. »Ich habe etwas herausgefunden«, sagte sie stolz lächelnd. »Selbstverständlich haben Sie das«, erwiderte er in seinen alten, kühlen Ton verfallend. Doch Hermine sah über die Spitze hinweg. »Seine Krankheit, ich nenne es jetzt einmal so, ist magischen Ursprungs.« Jetzt verbesserte sie sich. »Naja, Gabe ist eher die treffende Bezeichnung. Wenn bestimmte Situationen auftreten, die er nicht erleben will, blendet er diese einfach aus. Momentan natürlich unbewusst. Sie sind für ihn nicht mehr real. Er sieht nichts, was mit dieser Situation in Zusammenhang steht. Genau das ist der Grund, warum er zu Weihnachten bei den Weasleys nicht nur die beiden Verursacher nicht mehr sehen konnte, sondern auch keinen der anderen Anwesenden. Aus ihren umfangreichen Notizen wissen wir ja bereits, dass er trotzdem alles fühlen kann. Wenn man ihm zum Beispiel in dem Zustand ein Bein stellt, wird er auf die Nase fallen. Problem ist nur, dass er natürlich nicht weiß, was ihm da ein Bein gestellt hat. Wenn er seine Gabe nicht bald in den Griff bekommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er dem Wahnsinn verfällt. Ich befürchte, er könnte eine ausgereifte Paranoia entwickeln, weil er immer davon ausgehen wird, dass sich irgendjemand in seiner Nähe aufhält, den er nicht wahrnehmen kann. Ein echt gruseliges Gefühl muss das sein. Was halten Sie davon, Professor Snape?« Doch bevor er antworten konnte, redete sie bereits weiter. »Wenn er seine reale Umgebung nicht mehr sieht, kann es dann möglich sein, dass er Dinge sehen kann, die sonst niemand in der Realität sieht? Ihr Buch hat mich darauf gebracht.« Sie hielt die 12 Briefe der Cassandra Trelawney hoch. »Das letzte Mal hatten Sie es aber noch nicht, Professor«, sagte Hermine lächelnd, während sich Severus ihrem Redeschwall ergab. »Was machen Sie eigentlich allein in meinem Labor?« fragte Severus entrüstet. »Der Minister ist heute zu Besuch. Ron hielt es für eine gute Gelegenheit, um Harry noch einmal kurz vor Beginn der Schuleröffnung zu treffen. Da mir die Sache mit ihm keine Ruhe gelassen hat, habe ich Ron begleitet, um mit Ihnen hier weiterzuarbeiten. Naja, als ich Sie hier nicht angetroffen habe, Professor, habe ich mir erlaubt, ohne Sie anzufangen«, erwiderte sie ehrlich. Severus hob eine Augenbraue. Miss Granger, ich mag es nicht, wenn sich Fremde in meinen Räumlichkeiten aufhalten, wenn ich nicht zugegen bin«, sagte er und blickte sich um. Sein Labor war entgegen seiner Befürchtungen in tadellosem Zustand, genauso wie er es verlassen hatte, und doch köchelte es hier und da auf kleiner Flamme. »Sie können unmöglich alles gefunden haben«, sagte er nun leiser als beabsichtigt, während er an seinen Regalen vorbeiging und die herrschende Ordnung beäugte, auch wenn ihm auffiel, dass Hermine einige Zutaten entwendet hatte. Seine Stimme ließ zudem die gewohnte Schärfe vermissen. Seit dem Zusammentreffen mit Harry vorhin
war Severus nicht mehr ganz Herr seiner selbst. Harry schien ihn mit seiner dankbaren Art die Sinne vernebelt zu haben. Von sich selbst überrascht, wandte sich Severus an Hermine und fragte mit ernster Stimme: Können Sie sich vorstellen, hier in Hogwarts meine Meisterschülerin zu werden? Er bemerkte, wie er vor lauter Sprachlosigkeit die Kinnlade nach unten fiel. Hermine erinnerte sich daran, wie er sie all die Jahre in ihrer Schulzeit schikaniert hatte. Er hatte sie nie zum Sprechen aufgefordert, wenn sie sich gemeldet hatte. Und sie hatte sich immer gemeldet. Die Worte neunmal klug und Besserwisser klangen ihr noch immer deutlich in den Ohren. Von diesem negativen Echo ihrer Schulzeit übermannt, entgegnete sie nichts auf seine Frage. Mit allem Möglichen hatte sie gerechnet, aber nicht mit so einem Angebot seinerseits. Nachdem sie sich gefangen hatte, antwortete sie: Wir reden später weiter, wenn es Ihnen wieder besser geht, Professor. Gleich darauf verschwand sie aus seinem Labor. Harry schlich sich durch die ihm bekannten Geheimgänge zu seinem Zimmer. Er wollte irgendwie Kontakt zu Ron und Hermine aufnehmen, um mit ihnen über Severus' seltsames Verhalten zu reden. Im ersten Stock angekommen, hörte er ein leises Geräusch neben sich. Augenblicklich hatte er seinen Zauberstab gezückt, doch gleich darauf erkannte er seinen besten Freund. Ron, du kannst mich doch nicht so erschrecken. Was machst du eigentlich hier? Fragte er ihn, obwohl er gerade auf ein Treffen mit seinem besten Freund gehofft hatte. Zur Begrüßung umarmten sie sich, bevor Ron erklärte: Ich habe meinen Vater begleitet und gehofft, dich nochmal sehen zu können, bevor du hier als Lehrer anfängst. Und außerdem gibt es etwas zu erzählen, sagte Ron, während Harry bereits die Tür öffnete. Drinnen sah sich Ron in dem großen Raum um. Er hatte ihn schon gesehen, als er beim Einzug geholfen hatte, aber jetzt wirkte alles heimelig. Das Wohnzimmer war sehr geräumig und gemütlich. Harry hatte einiges in seinem Zimmer magisch verändert. Die Wände waren hell und ließen den Raum warm und einladend wirken. Harry bemerkte, wie Ron sich umblickte und führte ihn daher etwas herum. Das angeschlossene Büro machte einen edlen Eindruck. Mit seiner rotbraunen Holzverkleidung und den vielen Bücherregalen. Hier ließ es sich aushalten, stellte Ron für sich fest. Nach der kleinen Führung sagte Harry, während er Ron auf die Schulter klopfte: Wirklich schön, dich zu sehen, Ron. Ist Hermine auch mitgekommen? Sein Freund nickte und versicherte, dass sie später auch vorbeischauen würde. Sie war, Harry dämmerte es bereits, wieder einmal bei Severus im Labor, um mit ihm weiterzuarbeiten. Und während seine Gedanken von Hermine auf Severus gelenkt wurden, wurde ihm plötzlich bewusst, dass er seinen Kollegen ja eben erst getroffen hatte. Severus war nicht in seinem Labor, aber Hermine war dort. Dass es Ärger geben würde, falls Hermine sich Zugang zu seinem Labor verschafft hätte, verdrängte Harry erst einmal. Er entnahm einem Schrank aus Kirschbaumholz zwei Feuerwhiskygläser, stellte sie auf den Tisch und schenkte ein. Harry, du bist verrückt. Es ist noch nicht einmal Mittag, stellte Ron fest, nahm jedoch ohne zu zögern das Glas in die Hand. Harry lachte ihn an und sagte lässig: Scheint dich ja nicht wirklich zu stören. Nach einem Augenblick beteuerte Harry: Ich bin echt froh, dich zu sehen. Ich muss dir und Hermine nämlich etwas erzählen. Ich habe mich schon gefragt, wie hier alle zusammenkommen können, ohne dass jemand misstrauisch wird.
Nun war es Ron, der die Augenbrauen hob und Harry erwartungsvoll anblickte. Einen Zeigefinger hebend empfahl Ron jedoch. Wir wollen aber noch auf Mine warten, ja? Sie weiß auch noch nicht, was ich zu erzählen habe. Ich wollte es ihr eigentlich heute Abend sagen, aber dann kamen wir kurzfristig hierher. Das passt wunderbar. Das ist eine gute Gelegenheit, weil wir drei zusammen sind. Ein Wunder, dass du die Presseleute überhaupt abschütteln konntest. Naja, Severus hat mich rausgeboxt, erklärte Harry mit dankbar klingender Stimme. Severus? Wie kannst du das Scheusal beim Vornamen nennen? Fragte Ron mit angewidert verzogener Miene. Gleich darauf hob er die Hände, als wollte er entschuldigend sagen. Sag nichts, ich hab's nicht so gemeint. Einige Zeit später klopfte Hermine bei Harry an der Tür. Als er öffnete und sie einließ, begrüßte sie ihn genauso herzlich, wie zuvor Ron es getan hatte. Auch ihr zeigte Harry seine Veränderungen im Wohnzimmer und präsentierte stolz das erstklassig eingerichtete Büro. »Ihr wisst gar nicht, wie sehr ihr mir gefehlt habt«, sagte Harry zu den beiden. Er bemerkte, wie sich in Hermines Augen Tränen bildeten und sie leise einen kleinen Schluchzer von sich gab. »Habt ihr etwa getrunken?« fragte sie nun tadelnd, um von sich selbst abzulenken. »Nur ein kleiner Willkommenstrunk«, erklärte Harry lachend. »Du wirst auch gleich einen brauchen«, drohte er neckend. Mit Hilfe seines Zauberstabs veränderte er die Atmosphäre des Zimmers. Fenster verdunkelten sich und er beschwor einige kleine, magische Feuer, die für gemütliche Stimmung und wohlige Wärme sorgten. In der Mitte des Raumes erschienen mehrere einladend weiche Sitzkissen, um die Harry eine magische Blase herumgezaubert hatte, damit nichts von dem, was sie zu sagen hatten, für andere zu hören war, nicht einmal für Hauselfen. »Macht es euch bequem«, forderte Harry die beiden auf. Hermine musste man das nicht zweimal sagen, denn prompt ließ sie sich entspannt auf eines der riesigen Kissen fallen, woraufhin Ron und Harry es ihr gleich taten. Ein Moment des Schweigens trat ein, den sie zeitgleich brachen, denn alle drei sagten auf einmal, »Ich muss euch etwas sagen«. Drei stutzten kurz und brachen in lautes Gelächter aus, um einen Moment später noch einmal das Gleiche zu erleben. Nach einem weiteren Lachanfall sah Ron Hermine plötzlich ernster an, als er mit seiner Neuigkeit rausrückte. »Sie haben mir einen Vertrag angeboten. Ich kann bei Eintracht Pfützensee als Hüter anfangen.« Weiter kam er nicht mehr, denn Hermine und Harry fielen ihm bereits in die Arme und gratulierten ihm. Ron beugte sich vor und flüsterte ihr ins Ohr, dass er es ihr eigentlich heute Abend sagen wollte. Überschwänglich beglückwünschte sie ihn. »Ron, das ist einfach wunderbar!« »Ich habe wirklich schon nicht mehr daran geglaubt«, gab Ron zu, bevor er die anderen beiden aufforderte, nun ihre Geheimnisse offenzulegen. Harry machte den Anfang. Er berichtete, wie er beinahe den Presseleuten in die Arme gelaufen war, wie Severus ihn gewarnt hatte und er sich daraufhin hinter einem Busch versteckte. Er schilderte die witzige Situation, wie Severus ihm den Rücken freigehalten und mit welcher Taktik er die Journalisten abgewimmelt hatte. Hermine hob erstaunt eine Augenbraue, nachdem sie erfahren hatte, was Severus dem Journalisten auf die Frage geantwortet hatte, warum der Hund Harry hieße. Jetzt wurde Harrys Gesicht ernster. Denn nun kam er zum eigentlichen Punkt, dem wirklich seltsamen. Er schilderte, was der Zaubertrankmeister von sich gegeben hatte, nachdem die Presse gegangen war und Harry sich aus seinem Versteck traute. Fast Wort für Wort gab er es so wieder, wie Severus es gesagt hatte. Aber was hatte Severus da eigentlich gesagt? Was hatte das zu bedeuten? Harry begann, Severus Worte auseinander zu pflücken und hoffte, dass Ron und Hermine etwas dazu einfiel.
Nach einer kleinen Diskussion berichtete Hermine, weil sie es für passend hielt, was sie im Kerker über Harry herausgefunden hatte. Je länger ihr Monolog dauerte, desto ungläubiger starrte Harry sie an. Und das Beste kommt noch. Er hat mich tatsächlich gefragt, ob ich seine Meisterschülerin werden möchte. Erklärte sie kopfnickend mit großen Augen, als wäre es eine große Ehre. Ron prustete den Feuerwhisky fast über die Kissen, bevor er antwortete. Der ist ja wohl nicht mehr ganz richtig im Kopf, der Knabe. Nach allem, was er dir angetan hat. Dachte ich auch. Denn das war genau mein erster Impuls, weswegen ich auch nicht zugesagt habe. Aber denk doch mal an das, was Harry bei der Preisverleihung über Snape gesagt hat. Er musste immer scheußlich zu uns sein. Wir durften ihn gar nicht so kennenlernen, wie er wirklich war. Und dennoch hat er Kontakt zu mir aufgenommen. Dennoch bin ich hier und forsche mit ihm. Und du hast recht, Harry. Ich brauche jetzt auch einen Drink. Mit diesen Worten legte sie ihren Kopf an Rons Schulter. Einen Moment später sagte sie eher zu sich selbst. Und ich überlege wirklich, ob ich das mache. Entsetzt und ein wenig verärgert fragte Ron. Bist du verrückt? Sie sagte ihm schelmisch grinsend, dass sie hier nicht nur wegen Harry weiterforschen, sondern auch andere Dinge in Erfahrung bringen könne. Ron erwiderte neckend. Ah, willst du es ihm gleich machen? Ihn ausspionieren? Ihr seid böse. Alle beide, scherzte Harry. Ja, und wir sind es gern. Setzte Ron noch obendrauf, bevor Harry wieder zum Thema zurückkehrte. Du glaubst also, es sei eine Fähigkeit von mir, richtig? Ich kann es aber gar nicht kontrollieren, Mine. Es passiert einfach. Mit ihrer lehrerhaften Stimmlage erklärte sie. Nein, Harry, es passiert nicht einfach. Es gibt immer einen Auslöser dafür und den müssen wir herausfinden. Ich vermute fast, der Auslöser sind Situationen, denen du... Hermine druckste herum, bevor sie fortfuhr. ...einfach aus dem Weg gehen wolltest. Dinge, die dich genervt oder verärgert haben. Möglicherweise hat sich dieses Phänomen vielleicht auch in anderen, aber ähnlichen Situationen bereits gezeigt. Denk doch mal nach, ob es schon einmal vor dem Spaziergang mit Sirius und Anne geschehen sein könnte. Harry grübelte intensiv, bevor er zögerlich antwortete. Der Tag nach der Schlacht. Ihr wisst ja, dass ich nach dem Frühstück gleich gegangen war, weil du und Sirius ziemlich böse Sprüche abgelassen habt. Er hatte Ron in die Augen gesehen, der sich beschämend an den Vorfall erinnerte. Harry erklärte, wie er an dem Morgen in seinem Sessel saß und plötzlich die Tür auf- und wieder zuging. Jedoch niemand den Raum betreten hatte. Er jedoch spürte, dass jemand bei ihm im Zimmer war. Am nächsten Tag meinte Sirius, er hätte sich bei mir entschuldigt und ich sollte ihn nicht mehr ignorieren, schilderte Harry. Hermine bestätigte. Ja, nachdem du gegangen bist, hat Sirius ein schlechtes Gewissen bekommen. Wie übrigens Ron auch. Sie blickte ihren Verlobten spielerisch vorwurfsvoll an, bevor sie fortfuhr. Er ist dir nachgegangen, Harry. Bin sicher, er wird dir das bestätigen, wenn du ihn fragst. Harry sinnierte einen Moment und sagte dann. Ich hatte mich kurz gewundert, als Sirius behauptete, er hätte sich am Tag zuvor mit mir unterhalten. Daran konnte ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich hatte mir aber gar nichts dabei gedacht und das Ganze schon vergessen. Kopfnickend vermutete Hermine laut. Er wird gedacht haben, dass du sauer auf ihn bist und du ihn deswegen einfach links liegen lässt. Darum ist ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Aber gut, dass du dich jetzt daran erinnerst, Harry. Das wird der erste Moment gewesen sein, wo dir das passiert ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Phänomen sich erst nach Voldemorts Tod bei dir entfaltet hat. Vielleicht hat das irgendetwas in dir erweckt. Für einen Moment erinnerte sich Harry an das Kribbeln seiner Narbe, als Voldemorts Macht verging, und an den darauffolgenden inneren Frieden, die Erleichterung und die jahrelang so sehr herbeigesehnte Ausgeglichenheit, die ihn in diesem Augenblick von Scheitel bis zur Sohle eingenommen hatte. Er hatte sich diese Gefühle bis heute bewahrt. Hermine versuchte, die ganzen Puzzleteile zusammenzufügen und sagte eher zu sich selbst.
Du hast sie nicht mehr gesehen oder gehört. Sie waren einfach Luft für dich. Gezielt fragte sie diesmal. Sag mal, wenn du in diesem Zustand warst, hast du jemals Dinge gesehen, die normalen Augen verborgen blieben? Harry verneinte und blickte in Hermines enttäuschtes Gesicht. Dann grinste er und sagte ganz langgezogen, aber ich war neulich bei Luna. Sie hat da so einen Affen. Er hielt jeden Satz kurz und machte eine kleine Pause dazwischen, weil er belustigt Hermines immer größer werdende Augen betrachtete. Harry, mach schon, spann mich nicht auf die Folter, nörgelte sie. Harry lachte kurz, bevor er zügig erklärte. Luna hat einen Demigeis. Einen was bitte? Fragte Ron mit zusammengezogenen Augenbrauen. Hermine betrachtete ihren Freund, gespielt vorwurfsvoll, bevor sie erklärte. Das sind Äffchen aus Fernost. Die können sich tarnen, aber nicht so wie ein Chamäleon. Sie machen sich richtig unsichtbar. Deswegen macht man aus ihrem Fell unter anderem auch... Hermine hob die Augenbrauen und erwartete die Antwort von Ron, die er nach einem Moment des Überlegens auch richtig geben konnte. Unsichtbarkeitsumhänge. Richtig, bestätigte Harry. Ich habe allerdings den Affen gesehen, und zwar während er sich getarnt hatte. Selbst Luna oder Neville konnten ihn zu diesem Zeitpunkt nicht sehen. Aufgeregt hielt Hermine sich beide Hände vor den Mund, bevor sie aufgewühlt in die Runde warf. Oh mein Gott, wisst ihr, was das bedeutet? Ron machte sich einen Scherz daraus und antwortete mit ernster Miene. Ja, das bedeutet, dass Luna und Neville tatsächlich ein Paar sind. Ich dachte eigentlich, das wäre nur eine Phase oder... Ron! Mahnte Hermine grinsend und schlug ihm spielerisch auf den Oberarm. Alle drei lachten, bevor Hermine ihre Gedanken preisgab. Harry, ich denke, dass es für dich tatsächlich möglich ist, Dinge sehen zu können, die sonst niemandem offenbart werden können. Denk doch nur daran, du könntest alles Mögliche sehen. Du könntest vielleicht Echos ohne Priori Incantatem sehen. Du könntest womöglich Überreste von Flüchen sehen, die andere nur mit einem Offenbarungszauber nachweisen können. Oder Auren von Personen oder Tieren. Es wäre auch möglich... Hermine, stopp! Das ist jetzt alles nur Theorie, oder? Fragte Harry neugierig. Sicher ist das alles nur Theorie, Harry. Aber damit beginnt doch immer alles, mit der Theorie, betonte Hermine. Ich habe vorhin bei Snape dieses Buch gefunden. Die 12 Briefe der Cassandra Trelawney. Und ich denke, dass eine Gabe, die darin beschrieben wird, voll und ganz auf dich zutrifft, erklärte sie einem verdutzten Harry. Der antwortete gleich darauf. Luna hat mir das Buch gegeben und ich habe Severus überlassen, als ich ihm von dem Affen erzählt hatte. Hermine kniff die Augen zusammen und murmelte. Dann muss ich wohl mal ein ernstes Wörtchen mit ihm wechseln. Er hat mir weder von dem Buch noch von dem Demi-Goose erzählt. So kann ich unmöglich effizient arbeiten. Nach einem kurzen Moment sagte Hermine bedrückt klingend. Um nochmal auf Snape und dem zurückzukommen, was er zu mir gesagt hat. Diese komische Anwandlung, mich plötzlich als Meisterschülerin haben zu wollen. Das ist doch auch völlig untypisch für ihn. Er hat mir über 6 Jahre lang klargemacht, dass er mich nicht ausstehen kann. Auch wenn er der Meinung ist, dass ich eine ausgezeichnete Schülerin war. Man will doch niemanden zur Elevin der Zaubertrankkunst haben, wenn man diejenige nicht leiden kann. Nach einer kleinen Pause fügte sie hinzu. Harry, er hat dir eine verschleierte Situationsbeschreibung von dem gegeben, was ihm vor 20 Jahren widerfahren ist. Er hat gesagt, dass es seine Entscheidung war. Er hat sich irgendetwas ausgesetzt, was seine Gefühle untergraben hat. Etwas, das er für notwendig erachtet hat. Da stellen sich mir 2 Fragen. Ungläubig fragte Ron nach. Nur 2 Fragen? Unbeirrt von dem Kommentar fuhr Hermine fort. Als erstes natürlich die Frage, was mit ihm damals geschehen ist. Aber viel wichtiger finde ich die Frage, warum hat er dir überhaupt gegenüber solche Andeutungen gemacht? Harry, ich glaube, er möchte, dass du mehr darüber herausfindest. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Snape nur aus Versehen so etwas Gewichtiges von sich gibt. Dem Mann unterlaufen derlei Fehler nicht. Er tut nichts unbegründet. Harry nickte, während er Hermines Worte zunächst verdaute. Dann seufzte er leise,
bevor er sagte: Warum muss das immer nur alles so kompliziert sein? Wenn er Hilfe möchte, warum kann er nicht einfach danach fragen? Sicherlich werden wir nie beste Freunde werden, aber ich denke, wir sind zumindest auf einem guten Weg. Hermine schüttelte den Kopf und philosophierte. Was, wenn er einfach nicht dazu imstande ist, jemanden um Hilfe zu bitten? Sein Brief an mich war auch nicht für jedermann sofort richtig zu deuten. Es könnte ihn ja etwas daran hindern, offen um Hilfe zu bitten. Ist aber nur eine vage Vermutung, aber mit einer anderen Sache, die uns schon häufig den Kopf zerbrochen hat, könnte das ja auch zusammenhängen. Fragend blickten die beiden jungen Männer sie an, woraufhin sie erklärte: Denk doch mal daran, was Dumbledore immer gesagt hat, dass er ihm blind vertraut. Haben wir uns nicht all die Jahre immer den Kopf darüber zerbrochen, warum das so ist? Und bis heute sind wir in diesem Punkt völlig ahnungslos. Ich denke einfach, es gibt noch viel mehr Geheimnisse, die Dumbledore nicht teilt. Hermine klang am Schluss sehr mysteriös, weswegen Harry mit den Augen rollte. Aufgrund von Harrys Reaktion setzte sie noch einen obendrauf, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, indem sie sagte: Denk doch mal an Sirius. Niemand wusste davon. Sirius' Schicksal lag einzig und allein in Dumbledores Händen. Erst jetzt wurde ihm Hermines Standpunkt klar. In diesem Moment war er zudem froh darüber, vorhin dafür gesorgt zu haben, dass keines ihrer Worte die sichere Blase, unter der sie saßen, verlassen konnte. Es gibt keinen besseren Ort als direkt an Snapes Seite, um sein Geheimnis zu ergründen. Hab ich recht oder hab ich recht? Fragte Harry leise. Hermine stimmte dem zu, aber Ron verzog nur das Gesicht, bevor er kopfschüttelnd fragte: Ihr beide meint das wirklich ernst, was ihr da sagt, oder? Sich zu ihm beugend, nahm Hermine seinen Kopf in ihre Hände, als sie bestätigte: Ja, das meinen wir todernst. Sie küsste ihn zuversichtlich und versicherte ihm aufmunternd: Du brauchst keine Angst haben, Ron. Wir werden immer genug Zeit miteinander haben. Am Tag bin ich wegen meiner Heilerausbildung erst im St. Mungus und nachmittags hier in Hogwarts. Du bist den ganzen Tag über beim Training. Die Abende gehören immer noch uns. Neckend fügte sie hinzu, obwohl sie wusste, dass Ron längst seinen Widerstand aufgegeben hatte. Außerdem ist Harry hier, um auf mich aufzupassen. Ich werde mir von den Zwillingen Langziehohren geben lassen, scherzte Ron. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich seinen Kerker mit diesen Dingern verwanze, fragte Hermine skeptisch. Ron bejahte wortlos, woraufhin Hermine konterte: Wenn er die findet, dann ist es aus. Dann erfahren wir überhaupt nichts. Außerdem würde er mich rausschmeißen und meine Karriere als angehende Zaubertrankmeisterin ist zu Ende, bevor sie überhaupt beginnen konnte. Ich muss natürlich erst einmal das Angebot annehmen. Aber so verführerisch der Gedanke an Langziehohren für dich auch sein mag, das kannst du vergessen. Das ist ein äußerst sensibles Thema, Ron. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.